Ja, und somit herzlich willkommen zu Tony Hawk's Pro Skater 5. Es ist schon lange her. Es ist schon verdammt lange her. Ich würde mal groß schätzen, vor 13, 15 Jahren habe ich damals einen Vorgänger davon gespielt. Tony Hawk's Pro Skater 2 auf der PlayStation 1 war es, glaube ich, noch sogar. Ja, also verdammt lang her. Ich freue mich schon richtig. Ich hoffe mal, dass es gut wird. Es gab ja schon ein paar Gerüchte, dass es doch nicht so gut wird, das Spiel. Aber wir schauen uns einfach mal an. Ja, selber zu mir, zu meiner Person. Ich bin eigentlich nie richtig Skateboard gefahren. Ich bin mal gefahren, so halt die Straße entlang oder so. Aber mit Skateboards, keine Ahnung. Also in echt komme ich damit voll nicht klar. Deshalb habe ich so eine Skater-Szene bei mir eigentlich auch noch nie gehabt. Aber ja, dafür umso mehr auf der PlayStation damals. So, ich bin mal wirklich gespannt. Der Teil soll ja wirklich sich an die alten anlegen, bis auf die Dubstep-Musik. Oh yeah. Okay. Wir haben dich noch nie gesehen. Was? Guck YouTube, Schwammfuzzi an. Möchtest du einen Auffrischungskurs? Ja. Machen wir mal. So, kleine Erklärung. Ja? Okay, es hat irgendwie ein bisschen gehangen. So, im Tutorial ist vielleicht von der Steuerung natürlich auch ein bisschen anders geworden. So. Drücke L2 zum Bremsen, drücke anschließend Dingerbums. Okay, L2 geben wir Gas, hier können ein bisschen navigieren. Wir fahren einfach mal ein bisschen rum. So, wo sollen wir hin? Wir müssen eigentlich nur... ganz cool, wir können Gas geben. So, nun. So, um dich vorzubewegen, drücke R2 oder oben. Auf dem Stick oder auf dem Kreuz. Wahrscheinlich auch ganz gut, dass man das Kreuz noch benutzen kann. War ja früher immer so. Also, wir können auch nach oben gehen. So. Ja, springen kann man natürlich. Es hat sich nichts geändert. Groß. So, ups. Wir können auch ein bisschen schneller machen, aber das war ein bisschen zu schnell. Wir haben dann in der Luft zu drehen. Ist natürlich auch nicht so schlau. Der Geschwindigkeit ist so ganz cool. Ich muss ja schon mal ein bisschen hier klarkommen mit der Steuerung. So, der Olli lässt sich in die Luft springen. Ja, drücke und lass wieder los. Oh, das war sogar mit einer Drehung. Einen Moment. Ja, hier gleich mit ein paar Tricks auch noch. Ja, Olli ist sich einfach. Der Slam lässt dich schnell fallen. Okay, das kenne ich gar nicht, den Slam an sich. Mein Slam und Run zu machen, drücke in der Luft Dreieck. Wieso ist jetzt hier Slow Motion? Okay, schau mal, lustig. So, wir müssen natürlich auch die Balance ein bisschen halten. Das fand ich damals eigentlich auch manchmal richtig lustig an sich. Weil man teilweise unendlich grinden konnte. Das irritiert so ein bisschen mit der Slow Motion so ein bisschen. Bringt mich so ein bisschen raus. Hier kann ich aber nicht drauf grinden. So, irgendwo eine richtig coole Stelle. Ja, mit einer Combo. Grind Balancing. Wissen wir auch schon Bescheid. Grindstrecke. Also wie gesagt, ich muss auch ein bisschen auf die Steuerung mal noch klarkommen. Ah, verdammt. Hat nicht ganz gereicht. Und dann je nachdem, wie wir draufkommen, können wir auch verschiedene Grinds machen. Wieso kann ich hier nicht grinden? Das ergibt für mich gerade noch nicht so richtig Sinn. Und ich achte gerade gar nicht auf meine Balance, aber bis jetzt geht's ja eigentlich. Ja, ich will hier noch drauf. Okay, Sammelobjekte. Verschiedene Sorte sind in einem Level versteckt. Wir müssen einmal Skate sammeln. So wie früher. Das habe ich mich umgedreht. Wie habe ich mich umgedreht? So rumgefragt. So, das ist hier eigentlich jetzt gar nicht mal so schwer. Obwohl, wir müssen hier rüber grinden. So, was haben wir noch? Ah, wir sind hier vorbeigefahren.
Nein, ich hab's nicht geschafft. Okay, wir haben eigentlich das T hier vergessen. Aber das können wir noch holen. Ach so, das hier drüben. Und einmal hingelegt. So, jetzt erfahren wir, wie man mit Tricks macht. Sieht ihr das nächste Tutorial an? Ja, jetzt wird es, denke ich mal, interessanter, würde ich mal sagen, oder? So, wir sollen einmal hier hin. Ah, nach oben, okay. Auch ganz wichtig. Grinden geht automatisch, natürlich nicht. So, Tutorial Nummer 2. So, Flip-Tricks mit dem Viereck und eine beliebige Richtung. Ich drücke immer noch falsch so ein bisschen. Aber egal. Ich weiß nicht, soll ich mit dem Stick oder mit dem Steuerkreuz fahren? Ich meine, früher war es ja immer noch das Steuerkreuz. Deshalb, ich wechsle gerade immer so und deshalb fliege ich auch so oft hin andauernd. Also ist jetzt nicht, dass ich deshalb irgendwie schlecht bin, aber... Das ist halt so eine Sache. Der Grab mit Dreieck. Und ja, da muss man natürlich auch früh genug wieder loslassen. Da war ja mal was. So, wir können ja richtig geil jumpen. Oh, die Slow-Mo. Das ist so mies, Mann. Da kommt die Slow-Motion und plötzlich zack, geht's weiter. Bam, auf den Boden. Richtig mies, ey. So, Manuals, wie war das? Drücke schnell oben, unten. Ja, aber ich glaube, ich spiele schon mit dem Steuerkreuz, oder? So, da waren ja verschiedene. Aber irgendwie automatisch gehe ich wieder... Ich gehe manchmal wieder automatisch auf den Stick rüber. Jeder deiner Tricks bringt dir bestimmte Punkte ein. Grab, Grinds, Manuals bringen dir so lange Punkte ein, wie du sie hältst. Okay, wir müssen den Highscore. 5000 habe ich schon. Ja. Eigentlich sogar mehr. Oh ja, man sollte auch noch ein bisschen weiter drehen. So, hier sind wir auch rübergekommen. Ah, verdammt, hat nicht gereicht. Ich will immer auf X Gas geben, komischerweise. Weiß nicht. Bin noch nicht so ganz drin. Oh, springen sollte man natürlich auch noch. So eine Halfpipe wäre jetzt geil, eigentlich. Oh, das war knapp. Und bam, einmal wieder hingelegt. Kein Bock mehr. So, gibt es noch ein weiteres Tutorial da, aber eigentlich... Ja, vielleicht noch so ein paar kleine Dinge. So, für Combo-Tutorials. Okay, Reihe. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht. Um den Multiplikator Grind zu flip. Okay. Ja, gar nicht so schwer an sich. So, einmal die Zweier-Kombo. Mach erst einen Flip, dann den Manual. Ja, auch kein Problem. Und gleich weiter. Und fliegt gleich dagegen hier. Und, verdammt. Gerade nicht ganz geschafft. Eigentlich wollte ich sie alle hintereinander machen. Wann kommt immer die Zeitlupe? Oder ist das halt nur im Tutorial gerade so? Das ist nämlich immer so eine Sache. Olli, Flip. Ja, Olli ist ja kein Trick eigentlich so richtig. Finde ich jetzt nicht so ganz. Seht ihr das Trick? So. Ja, guck mal, das. Du warst knapp dran, okay. Moment mal. Das ist so mies. Guck mal. Jetzt kommt die Zeitlupe und dann... Ey, da komm ich ja kaum hinterher. Sobald ich den Flip mache, geht die Zeitlupe weg und dann bin ich schon fast wie auf dem Boden. Alter Falter. Ja, es war schon wieder zu knapp, gell? Grind? Ah, Nein, oh, jetzt weiß ich, wieso es nicht funktioniert hat. Ich habe den Grind immer vergessen. Gedacht vom... Ah, okay. Jetzt einmal. Wieso zu einfach?
Oh, guck. Hat doch geklappt. So, oh, hat sogar noch gerade so funktioniert. Kombo-Buchstaben. Du musst alle mit einer einzigen Kombo einsammeln. Oha. Okay. Ja, aber es sollte doch gut möglich sein. Nein, da hinten hätte ich den Menü machen müssen. Ja, war ja klar. So. Nein? Wieso hat es jetzt nicht funktioniert? Oder muss ich da den machen? Moment. Ah. Jetzt aber. Richtig mies eigentlich. So, was gibt's jetzt noch? Eigentlich gerade nichts mehr, oder? Eigentlich haben wir ja alles. Also werde ich hier hingeführt. Ah, es geht nach draußen. Yeah, in den Pool rein. Mit Planschen. Da ist sogar Wasser. So, willkommen in der Quarterpipe. Oh je. Wenn du am Rand einer Quarterpipe der Lip ankommst, kannst du hoch in die Luft fliegen. Um links hochzukommen, drücke X kurz vor dem Verlassen. Okay, das ist ja natürlich hier das Interessante. Wobei, hier wird es jetzt halt auch ein bisschen unrealistisch, aber das finde ich eigentlich gerade so geil dabei. Oh, das war... Moment. So, hier gibt ja, glaube ich, auch automatisch Gas. Hallo? Wieso bin ich raus? Falsche Taschen, glaube ich, gedrückt. Ich will immer mit X Gas geben. Ich verstehe es echt nicht. So, Spins, drehe oder tippe. Ah, ja. Das können wir auch machen. So, einmal drehen. Brauche ich schon dann die scheiß Zeitlupe? Hey, hoffentlich geht die wieder raus. Also, das nervt so ein bisschen. Am Anfang ist Zeitlupe drin und dann geht sie plötzlich raus. Schlampig. Ey, das nervt. Also das mit der Zeitlupe ist ein bisschen, ja, ein bisschen nervig. Mach's einmal so. Guck mal, ich schaffe nicht mal eine Drehung. Das ist ja auch witzig. Vielleicht irgendwie später. Erstmal hier die Grundlagen. So, Rewards beim Rewards. Hinderst du Vertrix mit Menus in einer Combo? Aha, drücke R1 kurz vor dem Verlassen der Lip. Mach dann beim Revert auch noch schnell ein Menu. Verstehe ich es nicht so ganz. Revert zu Menu. Habe ich es nicht so ganz verstanden an sich, aber egal. Ach so, ich muss währenddessen das machen. Oder war das... Nee, das war jetzt ja auch nicht richtig, oder? Ich verstehe es nicht so ganz, was ich genau machen soll. Revert zu Men... Ach so, dann... Ah, beim Drehen dann, oder? So, nochmal. Okay, das war ein bisschen blöd platziert. So, einen Moment. Jetzt verstehe ich's. Okay, den Trick so an sich habe ich noch nie gesehen. Sagt mir so gar nichts. Okay, komischer Trick, aber ja, okay. Beim Lip Trick hast du einen Trick an der Kante. Ja, das wollte ich vorher auch mal machen. Skate den Quarterpipe rauf und drücke Dreieck und eine beliebige Richtung. So, okay. Ah, dann brauchen wir, glaube ich, Timing. So, halten, 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 halten. Und weiter geht's. Ah, aber man konnte doch hier auch grinden eigentlich, gell? Nein! Wieso ist er nicht weggegangen? Eigentlich habe ich doch losgelassen. Aber egal. Wir probieren es. Oder?
vom Dreieck runtergehe dann? Wie komme ich wieder weg? Wie bin ich jetzt vorher weggekommen? Oder muss ich R2 drücken? Wird irgendwie nicht so ganz geklärt. Da! Jetzt kann ich plötzlich grinden. Wie zur Hölle komme ich weg? Ach, mit X einfach. Okay. Wäre auch mal nett, das erklärt zu bekommen. Axel Stealth. So, Pool verlassen, drücke oben. Ja, das wissen wir eigentlich. Ja, das wusste ich gleich schon mal. Einfach so, zack, und man ist raus. So, durch Quark sammeln Profis irre Scores. Bau dir einen Kombo-Multiplikator auf. Okay, mit den Rewards den Wahnsinn aufrechterhalten. Oh je. Dann brauche ich eine Kombo. Mach so die Kombo. Oder Ike muss ich ja noch einen Trick machen. Kombo-Score, ja toll. Ike war es ja keine Kombo, aber egal. So, na dann. Sind wir gerade fertig. Oder? Hey, hier haben wir noch was. So, noch ein paar Extras. Ah, Wallride. Ja. Kann es nicht mit Dreieck auch machen? Ich habe immer gedacht, das macht man mit dem Dreieck eigentlich auch. Okay, dann haben sie das doch ein bisschen einfacher gemacht. War das nicht früher mit dem Dreieck? Ich glaube schon. Ja, nur habe ich hier leider gerade nicht so viel Platz, um schön lang zu machen. Alter, voll die Spuren hier hinterlassen. So, nein, es fehlt noch was. Okay. Der Wally lässt sich neuen Höhen erreichen. Okay, ja, das haben wir eigentlich schon gemacht. Aber ich glaube, die Zeitlupe ist nur im Tutorial drin. Naja, jetzt plötzlich schon eine Zeitlupe drin. Vorher war sie nicht drin. So, ein Wallplant. In der Luft X, wenn du kurz davor bist, die Wand zu berühren. Ach so, okay. Auch gut. Schnell genug sein, oder? So von der Seite? Ich wollte Gas geben. Die haben halt hier die ganzen Bänke so blöd hingesetzt. Oder muss ich in der Luft sein? Direkt nähern, dann Olli. Ja, dann mache ich noch einen Wallride. Wie habe ich es jetzt das erste Mal geschafft? Ich bin frontal so drauf gefahren. Okay. Auch ganz cool. Yeah, hier oben. Was geht ab, Leute? Und ein Flip. Okay, hat nicht so ganz gepasst. Was war das? Wieso schiebt es nicht zur Seite? Aber hier oben ist auch ein bisschen unrealistisch, oder? Eigentlich an sich. So, wäre das auch erledigt. Grinden. Ah, verdammt. Spin Transfer. Wenn zwei Quarterpipes Rücken an Rücken stehen, kannst du einen Spin Transfer machen. Bei einem Spin Transfer springst du von der einen in die andere.
Nein, zu langsam gedreht. Eigentlich habe ich auch mit R1 gedrückt. Hä, da stand jetzt R2. Ich drück doch R2. Irgendwie wird es nicht so ganz. Wieso will das nicht? Oh, rausgesprungen. Einen Moment. Ich verstehe es nicht. Oder muss ich halten? Ah, okay. Es wird natürlich auch dran stehen, dass man halten soll. Das ist natürlich auch immer ganz cool. So. Hui. So, und jetzt kommen die Special Tricks. Aber nur wenn sie voll ist, drückst du L1, okay. So, fülle die Spezialanzeige. Ja, so schon mal nicht. Tony, hier mit dem Beine breit machen. Okay, eigentlich wollte ich hier in der Pipe drin bleiben. So, einen Moment. So, und jetzt? Was kann ich jetzt machen? Mache Spezialtricks. Ah. Oh, fast runtergeflogen. So, einen Moment. Ah, ich denke, vor allem mit den Crabs kann man vielleicht auch Spezialtricks machen. Nein, da drehe ich mich ja. Ah, verdammt, ist meine Combo weg. Das ist natürlich auch so eine Sache. Daran habe ich jetzt nicht ganz gedacht. Wieso kann ich hier nicht einen Flip runter machen? Das verstehe ich nicht so ganz. Moment. Okay, jetzt probieren wir so ein Crab. Okay. So, Hawkman. Für die letzten Tests haben wir die große Kanone aufgefahren. Okay, benutze die richtigen Moves, um die Kette des Pellets einzusammeln. Oh je, gelb Grind, rot R, grün Manual, blau, blau. Alter, wie soll ich mir das alles merken? Auch gut. Was war das Grüne nochmal? okay. Wir probieren es mal. Nein, daneben. Ja, vor allem. Jetzt komme ich ja nicht mal hoch. Moment mal. So, wieso bin ich jetzt wieder hinten? Achso, ich musste gar nicht nacheinander einsammeln. Da wäre es halt wohl schön gewesen so, aber... Hat das nicht so ganz funktioniert. Oh, super. Jetzt bin ich oben. Das war auch ein bisschen falsch. Okay, einen Moment. Wie ich immer hier hochkomme. Und wenn ich mal hochkommen will, dann schaffe ich es nicht. Hallo? Nein, das war falsch. Ich glaube, ich muss drauf springen, oder? Oder? Jetzt einmal. Halten, halten, halten. Oh, ja, 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 ja. Und hier dagegen. Hawkman komplett. Ja, toll. Das habe ich jetzt voll gemerkt.